Ja, Leute, ein neuer Tag, ein neuer Part. So sehen wir uns wieder bei Final Fantasy 9 diesmal. Nicht bei Final Fantasy 7. So, ja, wir sind mit im Gespräch und wir wollen natürlich gleich weitermachen. Wir müssten doch bald da sein. Du hast also schon gemerkt und so, was Alexandra in Momese eingefallen ist und so. Ja, sicher. Ich bin schließlich nicht Steiner. Irgendwie hast du dich verändert und so. Ich? Meinst du meine Sprache? Nicht nur der Sprache und so. Das kann gut sein. Es ist auch so viel passiert. Seit damals. Ja, so mal sie lang her, oder? Ach ja. Fast hätte ich es vergessen. Was denn? Verändert und vor allem verbessert haben sich auch meine Kampffähigkeiten. Ich werde euch schon kein Klotz am Bein sein. Um was geht's? Um was geht's denn jetzt, genau? Und so. Ihr wollt doch in Treno nach der Silbernadel suchen, oder? Naja, wenn es denn sein muss und so. Ich werde dich wahrscheinlich eh nicht davon abbringen können und so. Dann wäre ja alles geklärt. Nicht wahr? Treno, willkommen. Aber was Treno wohl für ein Ort ist? Vielleicht sie sich doch nicht so verändern. So. Naja. Was dir wieder erzählt, ey. Hat sich doch verändert. Vielleicht nicht so sehr, wie er gedacht hat, aber... Gehabt euch wohl. Da vorne gibt es eine Kreuzung. Der rechte Weg führt nach Treno, der linke nach Dani. Okay. Und da, boah, da rechts ist ein Shop. Aushilfe Mary. Seid willkommen. Jo, die verkaufe schon nicht nur so Schund hier. Da braucht man nix. Was sind das? Itemladen Vega. Über Stock und Stein. Meine Items sollten es immer sein. Naja. Werbeslogan. Steht in Dauer. Und auch die größten Gefahren unter dem Himmel soll unseren Freundschaft nicht trüben. Großfürst von Lindblum, Sid Fabel, der Achte. Die Gondelbahn Bergmai wurde zum Jubiläum des 20-jährigen Bestehens der freundschaftlichen Beziehung zwischen Lindblum und Alexandria errichtet. Naja, okay. Oh, was war da? War da was? Nach Dali. Das Dorf der glücklichen Bauern. Ja, die haben wir schon gesehen. Nach Treno. Reisen bei Dunkelheit auf eigene Gefahr. Oh Gott. Ist doch immer dunkel dort, oder? Ach ja, das kennt ihr noch gar nicht. Wow. Ja, schon gefährlich, ne? Da geht's runter und da ist eine Kiste. Boah, 1610 Delay. Das ist mal fett. Okay, so viele sind es auch nicht. Moin. Von hier ist es nicht mehr weit bis Treno. Ja, toll. Pass auf. Hier kommst du nur... Den Passierschein, bitte. Alles klar. Darf's passieren. Hey, lass das Tor runter. Ich meine, ohne Passierschein dort auf der Seite zu, auf der anderen Seite zu sein, wäre schon ein wenig komisch. Also, sei schön vorsichtig. Joho, tschüss. Wir sind doch immer vorsichtig. Ich meine, wir sind die vorsichtigen Personen. So, Leute. Jetzt müssen wir nach Treno. Und Treno ist da schon rechts, ne? Jetzt wird auch gleich sehen, was ich meinte mit es wird dunkel. Es ist auch dunkel. Treno ist es, bei Treno ist es immer dunkel. Irgendwie ist da immer dunkel. Ich frage mich jetzt, ob ich ein wenig trainieren sollte, weil ich habe zwar Markus dabei und den müsste ich eigentlich nicht trainieren, aber es ist halt immer schon ein bisschen, ja. Ich kann halt meinen Level-Trick mit denen nicht anwenden, da gibt es keinen. Ne?
Das ist halt schon etwas dumm. Oh, der zieht mir MP ab oder was? Nee, HP. Ich weiß jetzt gar nicht, wie stark die Typen sind. Ich greife jetzt einfach mal beide mit dem Bestein und Markus gleichzeitig an. Also einen saugen. Oh, der saugt schon wieder. Saugt der schon wieder bei Tifa? Ja, das ist HP. Okay, der überlebt nicht mal einen. Der schon. Ihr Penner. Ich glaube, ich kann Markus auch bessere Waffen geben. Könnte ich eigentlich mal machen, wenn ich eine hätte. Oh, Feuer kann auch. Ein Vogel, der Feuer kann. Oh, das war noch nicht so schlecht. Okay, der ist aber jetzt auch Geschichte. Mal sehen, wie viel da beim Erfahrungspunkten rumkommt. 43. Jo. Das ist nicht gerade viel. So. Wir werden aber jetzt gleich nach Treno reingehen. Oh! Was haben wir denn da? Ah. Ein Geist. Ein Jadestein, bitte. Ja, der will einen Jadestein. Dann geben wir ihn noch rein. Schönen Dank. Sagt Hallöchen zum Bab irgendwas. Zum Bab, wie auch immer heißt. 10 AP erhalten. Gift und Galle, Gift und Galle. Eine High Potion und kein Leder. Ja, diesen Quiz-Heini, den findet man nur in den Wäldern, also muss man im Wald rumlaufen. Ich habe auch mal eine Liste gefunden, wo alle Quizfragen stehen und mit was man die beantworten sollte. Ja, sind wir schon in Treno, die Stadt der Reichen und Schönen. Vergnügungsstadt Treno. Prinzessin, dies ist die Stadt der adligen Treno. Als erstes müssen wir irgendwie eine in Erfahrung bringen, in wessen Besitz sich wohl die Silbernadel befinden könnte. Aber in Treno treiben sich nicht nur die Adligen rum. Und so. Wenn es Nacht wird, dann kommt das Liebesvolk zum Vorschein und so. Es ist eine Schande, dass Parasiten wie deinesgleichen den Ruf dieser prunkvollen Stadt so in den Schmutz ziehen. Das diskutieren wir ein andermal aus, aber zunächst steige ich mal in so eine schicke Villa ein und schnapp mir die Silbernadel und so. Einsteigen? Schnappen? Wenn ich das schon höre? Kerl, nur über meine Leiche lasse ich dich deinen schändlichen Tagwerk nachgehen. Ha, dann möge der Herr Ritter doch bitte so gut sein und mir erklären, wie wir sonst an die Silbernadel rankommen wollen und so. Schweig, Kerl, eines ist schon mal sicher. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du sie einfach so stiehlst. Verstanden? Ihr habt euch doch mir angeschlossen. Wenn meine Methoden nicht passen, dann mach dich doch vom Acker und so. Jetzt schlägt es über aber 13. Und was verdrehst du überhaupt die Tatsachen so schließlich? Und tschüss. Warte gefälligst, ich bin noch nicht mit dir fertig, Kerl. Nicht ich, sondern sie und so. Wer? Was redest du da? Willst du etwa vom Thema ablenken, Kerl? Prinzessin, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Aber es ist absolut unter meiner Würde, mit Gesindel wie dem da gemeinsam Sache... Prinzessin? Schon wieder? Ich bin nun schon seit 18 Jahren Ritter. Warum werde ich Hauptmann der Blutetruppe nur auf so eine harte Probe gestellt? Aber Moment mal. Wem verdanke ich das... denn alles?
dir und dem Rest deiner verdammten Tantalus-Bande. Weg. Alle beide weg. Aber ich will kein Ritter sein, wenn ich mich von so etwas aus der Fassung bringen lasse. Zuerst muss ich die Prinzessin finden. Oh Gott, jetzt bin ich der Typ, ey. Aha. Spezialitäten. Stehen geblieben. Ein Dieb, es ist wohl wirklich viele... Blabla. Hä? Hä? Mein Geld? Tiefer wurden 1000 Gilgen. Oh nein! Ihr Penner! Oh. Das war der Seitenstraßencheck, oder... Na egal. Jetzt haben wir echt 1000 Gil verloren. Kann doch nicht sein, ey. Ihr wollt mich doch verarschen. Verfolgung. Ach, ja. Gucken wir uns erstmal die ATs an. Da ist er, der. Hehe, wieder mal ein Killerspiel. In dieser Stadt kann man echt ein Vermögen machen. Vierarmiger Günther, ey. Hä? Kruzi-Türken? Kruzi-Türken? Hä? Wo mag der Dieb nur hin sein? Da passt man einen Moment nicht auf und schon ist die Kohle weg und dann fünfte woanders hin. Och, lala. Vorhin habe ich ja nicht so genau hingeschaut, aber die Kleine ist ja eigentlich mächtig scharf. Aber eine junges Ding wie die sollte besser nicht alleine nachts durch diese Straßen irren. Schön. Dieses Jagdrevier hier habe ich so langsam aber sicher ausgeschöpft. Ich sollte mich mal eine andere Stadt verlegen. Also, das ist ein Kerl. Hinterher. Oh, da kommt schon die nächste Sause. Verlegenheit. Gut, es werden immer mehr. Irgendwie eine ziemlich gefährliche Stadt. Aber ich muss so schnell wie möglich in den Besitz der Silbernadel gelangen und dann irgendeinen Weg finden, wieder nach Alexandria zurück zu... Nun ja. Ich hier vielleicht? Nein. Das sollte lieber sein. Dort ist sie auch ganz bestimmt nicht genau. Ah. Entschuldigung, vielmals. Ihr wüsstet nicht zufällig, wo ich in dieser Stadt einen Gegenstand namens Silbernadel... Silberhochzeit? Ach, weißt du, mein Kind, die hätte ich bald feiern können. Wenn meine armes kleines Frauchen nicht vor 3 Jahren verstorben wäre. Nein, ich meinte eigentlich diesen Gegenstand, von dem man sagt, er würde jede Form der Versteinerung aufheben können. Aber, mein Kleines, willst du mir etwa unterstellen, ich hätte Verkalkung? Das ist aber gar nicht nett von dir. Ich bin zwar vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber immer noch fit im Schritt. Vielen Dank für eure wertvolle Zeit. Ich bin noch voll auf der Höhe. Wir könnten ja mal einen trinken gehen. Gut. Na, nicht wirklich. Mensch, wo ist die jetzt hingelaufen? Jetzt muss ich da lang, ne? Oh Gott. Kommt wahrscheinlich gleich das nächste. Gut. Wir gehen erstmal dahin, wo sie zuletzt gesehen wurde. Das Baum steht hier oben. Ja, jetzt machen wir wieder hier Existenz. $600 Gil. 1100 Gil. Oh, das hier ist ein Auktionshaus. Aber wenn das so ist, dann komme ich vielleicht hier in den Besitz der Silbernadel. Ah ja, den kennen wir doch irgendwoher. So, da müssen wir jetzt weiterlaufen. Da wissen wir jetzt, wo es so ungefähr ist. Jetzt kommt auch keine ATI mehr. Gucken wir mal. Ah, da ist er. Hier seid ihr also, Prinzessin. Ich war ganz in Sorge, dass euch vielleicht etwas zugestoßen sein soll. Steiner,
Wenn ihr ständig wie eine Klette an mir klebt, dann finde ich die Silbernadel nie. Aber Prinzessin, wie könnt ihr nur so von mir... Aber die Silbernadel scheint hier wohl sowieso nicht hier zu sein. Wo ist eigentlich Markus? Da bin ich leider überfragt. Vielleicht hat er die Silbernadel hier schon gefunden. Was ihr folgt mir gar nicht? Wollt ihr, dass ich wieder alleine irgendwo hin verschwinde? Entschwinde? Nein, mitnichten, Prinzessin. Ich begleite euch selbstverständlich. Dieser Mann, den habe ich doch schon mal irgendwo... Oh, weg. Jo, jetzt sind wir hier wieder kräftig am tiefer schüren mit Steine. Tja, aber wo ist Markus, ne? Gehen wir mal da oben rum, da waren wir nämlich noch nicht. Oh, Cooper! Oh, stopp! Hey! Mockmichel, der Mockmichel. Boah, von Stilskin. Von Stilskin an den Mockmichel. Die Regenstadt Bomesia liegt in Trümmern und die Leute, die ich dort gesehen habe, sind in Richtung Westen zur Wüste Wubu aufgebrochen. Nur was wollen die dort bloß? Außer Sand gibt's da ja nicht viel. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich ihnen nicht folgen und die Sache ergründen würde. Die Wüste Wubu ist ja nicht gerade um die Ecke, Kupor. Aber das ist typisch Stilskin. Der hat keine Angst vor Entfernungen, Kupor. Na, ja, das stimmt allerdings. Ja, der möchte so gern einen Brief. Blabla. Der Mockmichel will einen Brief. Hat er doch gerade bekommen. Von Stilskin. Jetzt runter oder da rein? Wir gehen erstmal da rein. Oh, das ist Markus. Ich muss unbedingt diese Silbernadel in die Finger bekommen und so. Ja, damit können wir endlich Blank helfen, nicht wahr? Also, wann, blabla, meinetwegen sofort und so. Du bestehst wohl darauf mitzukommen und so. Na klar. Na dann wollen wir mal gehen. Prinzessin! So, warte doch bitte! Der Chef wartet schon und so. Chef? Du meinst euren Chef? Na, wen denn sonst? Es gibt nur einen, den wir Chef nennen und so. Prinzessin! Voll am Hinterherrin, der Kerl. Muss ich wieder selbst steuern, oh Gott. So, warte doch bitte, bla bla bla, tschüss Mann. Das lese ich jetzt nicht vor, ey, das ist eh wieder... Bla bla bla. Wollt ihr wirklich mitkommen, Prinzessin? Ich meine, schließlich ist es ja unbefugtes Betreten und Diebstahl. Natürlich komme ich mit. Ich muss ja schließlich darauf aufpassen, dass ihr wirklich nur die Silbernadel mitnehmt. Na prima. Können wir dann und so... Hey, ich komme auch mit. Es ist nämlich meine Pflicht, darauf Acht zu geben, dass ihr nicht gar noch versucht, die unschuldige Prinzessin vom Pfad der Tugend abzubringen. Wenn's dir Spaß macht und so. Deine Pflicht, sagst du. Also, ist das alles, woran du denkst? Hast du keine eigenen Willen? Machst du dich etwa über mich lustig, Kerl? Es ist meine eigene Wille, die Prinzessin nach Alexandria. Ich dachte, wenn du mit Alu durch die Lande ziehst, kriegst du eine neue Perspektive auf alles, aber dein eigener Wille, ich bezweifle, dass du so was überhaupt hast, aber naja. Was fällt dir überhaupt ein? Hört auf damit, lasst uns lieber endlich aufbrechen. Die labern immer, ey. Mit Verlaub. Darf man fragen, wie es in Bomesia gelaufen ist? Ach, gar nicht mal schlecht. Nur der Gestank dieser schmutzigen Ratten und der ekelhafte Anblick dieser fetten Elefantendame war etwas schwer zu ertragen.
Genauer gesagt, eine regelrechte Beleidigung für meine feine Nase und meine empfindlichen Augen. Leider blieb euch dies nicht erspart, nicht wahr? Eigentlich würde ich noch ein wenig mit schönen Treno verweilen, um den Gestank dieser Ratten abzustreifen, aber leider muss ich auf Rattenjagd in die Wüste. Das heißt, ihr brecht nach Clara auf? Ja, trifft bitte die nötigen Vorbereitungen. Sehr wohl, ich werde mich sofort darum kümmern. Ach übrigens, hast du gesehen? Heute hatten wir einen ganz bezaubernden Gast, was meinst du? Einen bezaubernden Gast, meint ihr? Wohl eine Dame, die eure Wohlgefallen fand, wie ich vermuten darf? Ganz recht, sie fand mein Wohlgefallen. Diese bezaubernde Taube, der ich nachjage, kommt also von sich aus mir zugeflogen. Dass du mir gerade hier zugeflogen kommst, ich denke von heute an, darf selbst ein Skeptiker wie ich ruhig an das Schicksal glauben. Aber noch ist es zu früh für dich, deine zarten kleinen Flügelei auszuruhen, hörst du? Dein Nest ist nicht hier, meine kleine Taube. Dreh um und flieg also geschwind zu deiner Mutter nach Hause. Sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Das hört sich nicht gut an. Flieg, mein Täubchen, flieg. Und auch ich werde dich dort erwarten, um dich liebevoll in Empfang zu nehmen. Oh Mann. Nacht- und Nebelaktion in den Gewässern von Treno. Wo keiner hin will. Weiß ich eigentlich, was ich tue? Mit Diebesgesindel Hand in Hand arbeiten, soweit es schon gekommen. Verdammt. Du musst stark sein, Adelbert Steiner. Die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückzubringen, das ist meine Aufgabe. Außerdem glaube ich einfach nicht, dass die Königin zu Unrecht tatenfähig sein soll. Bestimmt handelt sie aus höheren Motiven. Habe ich keine eigene Meinung? Unsinn. Das ist purer Unsinn. Wie sollte auch ein einfacher Soldat wie ich es bin, majestätisches Genie verstehen können? Die Worte eines Räubers können mir sowieso gestohlen bleiben. Lediglich die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückzubringen. Endlich bin ich diesen Kerl los. Ja, was für ein furchtbarer Kerl, dieser elende Entführer und Räuber. Hallo, ist eine unmögliche Person. Er hat mich behandelt wie ein kleines Kind. Schon seltsam, dass ich dann trotzdem hier nach der Silbernadel suche. Aber warum tue ich das hier denn überhaupt? Um Blank zu retten? Vielleicht, weil er mich gerettet hat? Ja, das muss es sein. Eine Hand wäscht die andere. Eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe bisher noch nie so gehandelt. Glaubst du wirklich, dass wir hier die Silbernadel finden? Hör auf zum Meckern und such lieber und so. Da kommt jemand und so. Oh, was ist denn das, ey? Wie dumm, wie dumm. Gerade in meiner prächtigen Vollmondnacht, wie dieser, in der sich ein einmalige astronomische Beobachtungsmöglichkeit bietet. Gerade heute muss mir die Tinte ausgehen. Wo habe ich bloß das Ersatzfässchen? Was jetzt und so? Moment mal. Prinzessin, was habt ihr vor? Nu? Aber das ist doch... Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr, Professor Toto? Toto? Prinzessin? Ja, kann ich denn meinen alten Augen trauen? Professor Toto? Professor wer und wo? So? Professor Toto war der Hauslehrer der Prinzessin. Der Professor ist einer der größten Kapazitäten auf dem akademischen Sektor. Eine wahre wissenschaftliche Koryphäe. Solch furchtbar steife und lobende Worte, die können doch nur aus dem Munde des Hauptmanns Steiner kommen. Nicht wahr? Doch redet bitte leiser.
Der Ladenhüter könnte uns hören. Aber Prinzessin, darf man fragen, was sich hier überhaupt tut? Dies ist zu erklären, würde zu lange dauern. Aus einem bestimmten Grund sind wir auf der Suche nach der Silbernadel. Das Schiff versteht, wir wollen den Gegenstand nicht stehlen oder ähnliches. Es ist nur so, dass wir in einer ausweglosen Lage sind und so. Ist da unten jemand? Oh Gott. Ihr solltet von hier verschwinden. Und keine Sorge, die Silbernadel überreiche ich euch später. Wenn ihr vom Stadttor Trenos aus nach links geht, folgt ihr dem Weg einfach so lange, bis ihr vor einem großen Turm angekommen seid. Und genau dieser Turm ist mein Zuhause. Ich werde die Tür offen stehen lassen. Tretet einfach rein. Bis nachher also. Verstanden. Wir ziehen uns erstmal zurück. Vielen Dank, Professor Toto. Bis nachher. So, ihr seid es, Professor. Ja, entschuldigt. Bitte, die Unannehmlichkeit. Mir ist nur mitten beim Kartografieren die Tinte ausgegangen. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wenn hier was kaputt geht, muss ich das nämlich ausbaden. Ach ja. Prinzessin. Ja. Fröhliches Wiedersehen. Und? War dieser Professor Popo nun die Silbernadel zurückgeschoben? Professor Toto und so. Achi! Mir egal ob Toto oder Lotto, auf jeden Fall ist das eine beschämende Sache für Tantalus. Naja, so wie es aussieht, wirst du wohl noch eine Weile deinen Babysitter spielen müssen. Echt, oder? Klar. Oder glaubst du, Professor Dudu gibt dir diese Silbernadel, wenn Garnet nicht dabei ist? Also, Prinzessin, ich verlasse... Professor Toto, Mensch. Ja. Der Professor hält immer sein Wort. Gut, dann schlaf erstmal. Dieser Professor Risotto wird wohl auch eine Weile brauchen. Risotto, ey. Oh. Dudu, Toto, Popo und auch Gott. So, Leute, jetzt werde ich aber mal den Part hier beenden. Ja. Wir sehen uns dann auf dem Weg zu Professor Toto. Weil ich werde jetzt, denke ich, mal eine Pause machen erstmal. Ich habe zwei Parts im Stück aufgenommen, das reicht erstmal. Ja, Leute, also ich speichere hier und dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss.